Hallo, meine lieben Steinbockmänner. Heute seid ihr dran. Hört es euch an, was ihr für ein Sternzeichen seid. Das Element des Steinbocks ist die Erde. Besonders kraftvoll mit Natürlichkeit, Ernsthaftigkeit und Zielstrebigkeit geht er durchs Leben. Steinbockgeborene reagieren ruhig und setzen ihre Energien ausdauernd ein. Ihre Gefühle sind tiefgründig und ändern sich nur langsam. Über den Steinbockmann ist Folgendes zu sagen. Will man ihm buchstäblich die Tür vor der Nase zumachen, hat er schwupps seinen Fuß dazwischen. Eine Abfuhr? Nein. Das akzeptiert er nicht. Er wird immer wieder versuchen, den Widerstand zu brechen. Und zwar so lange, bis er Erfolg hat. Freunde suchen bei ihm Rat und Hilfe. Liebe ist für den Steinbockmann so wichtig wie das Essen und Trinken. Eine Frau merkt bereits bei der ersten Begegnung, was er von ihr erwartet. Sexualität ist für ihn von größerem Wert als bei der beteiligten Frau. Unerfahrenheit und Naivität der Frau nützt er unbekümmert aus. Der Steinbockmann fühlt sich zu jüngeren Frauen sehr stark hingezogen und lässt dafür keine Zeit verstreichen. Brüde Frauen hasst er. Bei der Wahl seiner Lebenspartnerin achtet er auf die finanzielle Sicherheit und ist einer Geldheirat nicht unbedingt abgeneigt. Ist er sicher, dass er von seiner Auserwählten geliebt wird, kann er sehr treu sein. Im Beruf beherrscht er die Tugenden der Pünktlichkeit. Er ist zuverlässig, fleißig und diszipliniert. Ein Steinbockmann gibt so lange nicht auf, bis er sein Ziel erreicht hat, was seine Chefs gern mögen. Er übernimmt Verantwortung mit großer Ernsthaftigkeit. Durch seine Besonnenheit und Ausdauer kann er in der Wahl seines Berufsbildes Karriere machen und eignet sich absolut zur Führungskraft. Im Gesundheitlichen ist er anfällig bei seinen Gelenken, betroffen sind vor allem seine Knie und im Besonderen ist er für Arthritis, Rheuma und stressbedingten Krankheiten gefährdet. Der Steinbockmann hat eine hohe Vitalität, die er sich leicht durch Bewegung in der frischen Luft und gesunder Ernährung erhalten kann. Sein Wahlspruch ist: Ohne Furcht und Tadel, mit viel Kraft und Vitalität stehe ich wie ein Fels in der Brandung. So, das war der Steinbockmann. Im nächsten Monat werdet ihr Näheres über den Wassermann erfahren. Freut euch darauf. Bis dahin habt eine gute Zeit. Herzlichst, Deria.